auf einer Wiese, weil die heutige Herausforderung heißt auf einem Grashalm pfeifen. Und da ich überhaupt nicht weiß, welcher Grashalm sich dafür gut eignet, habe ich mir hier einfach mal ein paar unterschiedliche Exemplare zusammengesucht. Wir haben hier Breitwegerich, dann haben wir Spitzwegerich, dann ein paar normale Grashalme und auch noch Löwenzahn. Und ich würde sagen, ich probiere das jetzt einfach mal und hoffe, dass aus irgendeinem dieser Grashalme ein Ton rauskommt. Also ich weiß, man muss die so einklemmen zwischen die Daumen und dann muss man da pusten. Boah, das war ja schon mal nicht schlecht. Aber auch noch nicht gut. Das war der Spitzwegerich. Dann testen wir mal den Löwenzahn. Ja, hört sich an wie ein pupsendes Baby. Geht vielleicht auch noch besser. Dann kommt der gewöhnliche Grashalm. Okay. Ja, ich will nicht vorweggreifen, aber vielleicht haben wir schon den Sieger, die Siegerin. Wir testen aber noch den Breitwegerich. So. Ich würde sagen, der normale Grashalm hat gewonnen. Macht es doch einfach gerne nach und schickt uns ein Video, wenn ihr Lust habt. Vergesst dabei die Einverständniserklärung eurer Erziehungsberechtigten nicht. Bis bald. Tschüss.